Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Marius Klemmbaustein Eisenbahn. Das ist jetzt wieder ein Video, wo ich euch zwei Mocks von mir vorstelle. Und zwar haben wir zum einen die Baureihe 182 von der AEG und ein dazu passender Mitteleinstieg Steuerwagen. So, was gibt's da zu erzählen? Zuerst zum Vorbild. Die Baureihe 182, die ist bei der Bundesbahn als E320 in Dienst gegangen und ist als Mehrsystemlok ausgeführt gewesen, für einmal halt für 15 kV und einmal für 25 kV. Deshalb war sie auch in Saarbrücken dann eingesetzt. Mit zwei Schwestermaschinen ging es dann Richtung Frankreich, über die Grenze mit den verschiedensten Zügen. Und ja, hier die Lok, das ist die 182001, die wurde dann Anfang der 80er Jahre, also genau war es 1981, wurde sie an die AEG verkauft, die sie dann als Probelok verwendet hat. Da hat sie dann auch ja, hier die hübsche Lackierung, sage ich jetzt mal, bekommen. War auf jeden Fall mal was anderes gegenüber dem normalen DB-Lackierschema. Ja, und die wurde zum Beispiel auf der S27 in München im Wendezugbetrieb eingesetzt. Und da sie halt eine Testlok war, waren auf einem Führerstand verschiedene Messeinrichtungen eingebaut und deshalb war nur der Führerstand hier, wo die Zugbandfunkantenne drauf ist, der war funktionsfähig, und auf der anderen Seite, das ist jetzt hier der, aber wie gesagt, von außen hat man da nicht viel gesehen, die hat hier noch so einen kleinen Schnorchel dran gehabt, aber den wollte ich jetzt nicht nachbilden. Auf jeden Fall, auf dieser Seite hat sie halt einen Steuerwagen gebraucht. Und deshalb ist er halt hier mit dem Mitteleinstiegsteuerwagen eingesetzt worden. Ich glaube sogar auch vor Güterzügen etc. ist er da mal mitgelaufen. Ja, zum Modell. Zu den beiden Modellen jetzt erstmal vorab. Die sind alle beide komplett oder größtenteils mit Lego gebaut. Nach der letzten Pleite mit Gobrix bin ich dann wieder auf Lego gewechselt. Ja, steintechnisch brauche ich euch da nichts zu sagen. Altbewährte Lego-Qualität. So ein paar Teile gab es halt nicht von Lego. Da bin ich dann auf Gobrix ausgewichen. Werde ich euch gleich noch zeigen, welche Teile das sind. So, zur Lok. Die ist jetzt vom Bauen her ja identisch mit meiner E10, E40, wo ich auch Anleitungen anbiete. Lediglich das Dach ist ein bisschen anders gestaltet. Und dann halt hat sie halt eine spezielle Farbgebung, wie man hier sieht. Ich habe hier und hier mir noch Aufkleber zurechtgeschnitten, weil der rote Bereich hier so eine kleine Schräge gemacht hat oder einer Schräge verlaufen ist. Das wollte ich halt nachstellen. Da kann man ganz gut Folie dafür verwenden. Ja, wie gesagt, ansonsten bis auf das Dach, wo ein bisschen anders gebaut ist, ist halt identisch mit meiner E10 und E40. So, dass hier die Stromabnehmer, die sind jetzt halt in Lego-Teilen gebaut und sind dadurch leider ein klein wenig mehr anfällig, dass auseinandergehen, weil die Gobrix-Teile, die halten halt viel besser. Und ja, wenn man dann mit Lego baut, dann wundert man sich, warum die Teile nicht so halten, wie sie sollen. Aber das ist halt die normale Lego-Klemmkraft, die liegt halt ein klein wenig niedriger wie bei Gobrix. Aber das macht nichts, es hält trotzdem alles so, wie es soll. So, dann haben wir hier den Messwagen, aber was heißt, Entschuldigung, nicht Messwagen, den Steuerwagen. War ja kein Messwagen. Kann ich hier, ich guck mal gerade, ob ich es abnehmen kann. Genau, das Dach
ist abnehmbar. Der ist dann hier innen drin mit Inneneinrichtung versehen, ein paar Zwischenwände. Hier ist die Toilette, Sitze am Steuerabteil hier vorne. Gibt es auch noch einen Sitz für den Lokführer. Das Ganze ist so gebaut, dass da dann auch Figuren reinpassen. Ich mache es doch nochmal drauf. So, Drehgestelle. Das sind halt die ganz normalen, altbewährten Drehgestelle, wie ich sie überall verwende. Die sind auch wieder mit den Drehplatten fixiert. Wie gesagt, das funktioniert super. Hält genauso wie die Zuggrundplatten. Und die Lösung ist halt günstiger. Hier habe ich sogar Lego Achshalter verwendet. Die habe ich für 70 Cent das Stück bekommen. Da ja, war Bluebricks aus dem Rennen gewesen, weil die kosten glaube ich 75 Cent oder sowas. Aber naja, wenn man Lego für einen günstigen Preis kriegen kann, sollte man zuschlagen. Also das Einzige, was hier jetzt nett von Lego ist, das sind zum Beispiel die Fenster, die also die 1x2x3, die 1x4x3, die sind von Bluebricks. Und die Puffer, die sind von Bluebricks, weil sie da halt einfach günstiger gibt. Und die Achswellen, also die, ja, die Stahlachswellen, das sind halt die von eBay für 16 Cent. Da sehe ich einfach nicht ein, warum ich da fast 1 Euro für das Lego-Material bezahlen soll, wenn es auch anders das geht. Sondern hier vorne, die Front, das sind hier, sind 2 1x1 Bricks verbaut mit einer Noppe nach außen. Weil ich ziehe es hier mal gerade ab. Weil hier das Fenster hier auf der Seite, oder auf der Seite, wo der Lokführer rausguckt, die sind halt so seitlich eingesteckt. Und ja, den durchsichtigen 1x1 Brick mit einer Noppe, den gibt es halt nur bei Bluebricks. Ja, ansonsten hier ist ja durchweg alles Lego. Ja, und den Wagen hier, den biete ich einmal zusammen mit der Lok an und einmal zusammen mit einem zweite Klasse und einem erste zweite Klasse Wagen. Wenn man den halt als normalen Personenzug einsetzen möchte, da passen die 218er, die passt vorne dran, die wo ich habe von Bluebricks, kann man die V200 nehmen, die passt vorne dran. Da kann man eigentlich so ziemlich alles dranhängen, was mit Wendezugloks gelaufen ist, sogar die 212 kann man dafür verwenden. Ja, was kann ich hier noch zu sagen? Die Türgriffe, das sind halt wieder die Roller Skates. Das ist ja mittlerweile Standard bei mir. Was sind das hier in der Türgriffe? Die Griffstangen. Das sind halt die Pneumatik-T-Stücke. Die sehen eigentlich ganz gut aus. Die alten ohne den Knubbel sehen da sogar noch besser aus, aber die kriegt man immer so häufig. Und das hier, die habe ich jetzt in einem, ich glaube, einen 200er Pack von Bluebricks bekommen. Da kann man nichts falsch machen. Ja, und die Besonderheit hier bei dem Wagen ist die Schlussbeleuchtung. Und zwar ist die halt hier unterm Dach angebracht. Hier sieht man jetzt auch den Übergang. Das ist dann auch wieder in Snapper-Weise entstanden, dass ich hier so kleine Fensterchen drin habe. So, da ist gerade was abgegangen. Das kommt dahin. Ja, eigentlich nicht. Das kommt hier hin. So. Ja, und dann hier auf der Steuerabteilseite hat man halt ein Signalhorn. Das Trailie-Spitzensignal. Ja. Und wie man sieht, die Bauweise ist robust. Dach kann man abnehmen halt, habe ich ja eben schon gezeigt. Ja, und dann würde ich sagen, dann gleisen wir die zwei Modelle mal auf
Und dann kommt dann wieder die obligatorische Fahrszene am Schluss vom Video. So, dann bis gleich. Ja, da haben wir die 182 mit dem Steuerwagen auf dem Gleis. So, angeschaltet wird die Lok, indem ich hier so da drauf drücke. Dann wird es aktiviert. Ja, und dann würde ich sagen, dann lassen wir sie mal rundfahren. G 182 und dem Mitteleinstiegssteuerwagen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Würde ich mich freuen. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Aktiviert die Glocke, dass ihr kein weiteres Video verpassen tut. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, ich habe unten in der Videobeschreibung ein, zwei Affiliate-Links drin. Einmal von Bluebricks, einmal von Lighthailing. Könnt ihr gerne drüber bestellen, kostet euch nichts. Und es kommt meiner Anlage zugute. Da wäre ich euch sehr dankbar. So, dann würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Video. Ciao.